Morgen geht er mal Büffel jagen. Und ich fliege jetzt in dieses Flugzeug. Okay, das wird jetzt. Halt! Kann ich bremsen? Seh. Ich kann nicht mehr aussteigen. Kann ich aussteigen? Da, ich will das einsammeln. Ich drehe mich. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Bin ich da? Du musst mir den Vogel zurückbringen. Er ist unser einziger Weg aus diesem Shitstorm. Aber erst muss ich sicher gehen, dass sie ihn nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Halt dich beim Kornkreis scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Okay, okay, okay. Das ist etwas schwieriger als... Ist richtig durch. Nee. Zwei Schritte. Muss wahrscheinlich Leertaste drücken, um weiterhin zu fliegen. Das andere nehmen. Jetzt in den Tiefflug. Was sind wir denn da auf Schiff fliegen? Waren Bombis. Mann, ich hätte echt gern die Gesichter von denen gesehen. Blöde Peggys. Wie im Chip einfach. Bombis. Was anderes machen die hier gar nicht. Die schlagen vor deiner Tür auf, so wie bei mir, und nehmen sich einfach, was sie wollen. Nicht das schnellste Flugzeug, ne? Denn sehen wir das mal? Ich weiß nicht, was wir ohne 40 machen sollen. 10 Meilen oder was? Das ist überhaupt eine Luftblase. Vielleicht ist das eher so ein Auto. Du solltest gleich zu der Flussgabelung kommen. Halt dich rechts! Ja, super. Ich bin ja auf eine Spannweite. Wenn man verteidigen will, muss aus besonderem Holz geschnitzt sein. Unter uns, keine Ahnung, ob das auf mich zutrifft. Ich weiß ja nicht, ob du kleine Monster daheim hast, aber ich kann dir sagen, schon beim Gedanken, dass wir ohne Vater aufwachsen müssen, wird mir ganz mulmig. Dabei ist meins noch unterwegs. Ente. So weg. Wenn ich mein Zuhause aufgeben und hören muss, um meine Familie zu beschützen, dann ist es eben so. Ist doch das Richtige, oder? Unter der Brücke durchfliegen. Zerstört. Du solltest jetzt über ein Feld fliegen. Heiz allen Peggys, die du siehst, richtig ein. Joseph Schergen kippen Drogen in unsere Wasserversorgung. Such nach dem Bewässerungsbecken und ähnlichen Orten und heiz ihn richtig ein. Doch gedrückt, aber nicht abgeworfen. Für Bomben nicht. Du bist ein echtes Fliegerass. Du bist quasi der nächste Klatsch-Nixon. Mann, der war so cool.
Kleinwagen siehst, jag sie in die Luft! Natürlich. Die Pegis tanken ja nördlich von meiner Landebahn auf. Schalte sie aus, bevor sie abheben. Doch Munition. Wenn du auf der Kurve fliegst, bist du auf einem guten Weg zu meinem Flugplatz. Bis gleich. Wo sehe ich denn meine scheiß Munition? Ah, da sehe ich die 19. Klasse Landung, Partner! Bring mir das Flugzeug! Ich winke dir! Ja, aber ganz woanders, ne? Oh mein Gott, da ist sie ja! Du Hurensohn, hast sie! Du hast sie, danke! Kim! Das Flugzeug ist zurück! Hey, komm schon, wir drehen sie um. Komm schon, pack an. Weißt du, das ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich sowas wie ein gutes Gefühl habe. Diese verdammten Peggys. Kim, komm schon! Wehe, die haben an ihr rumgefummelt. Dieses Flugzeug ist seit 3 Generationen in meiner Familie. Ist das zu glauben? Kim, kommst du dann? Ja, ich komme. Ehrlich, die Frau macht mich fertig. Jedenfalls, mein Opa hat sie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gekauft. Sie war sein ganzer Stolz. Ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Oh je. Yeah. Kim, würdest du dich bitte beeilen? Was? Diese Schweinepriester geben einfach nicht auf! Herr im Himmel! Hör zu, in der Luft bin ich besser, aber am Boden bist du wie ein wildes Tier. Ich greif von oben an und du von unten. Was sagst du? Booyah! Kim, du bleibst drin, bis ich zurückkomme! Booyah. Sind mir ganz so viel Munition drin? Ich suche mir eine bessere Position. Du hast die Waffen schön vorgewärmt, aber ich werde sie zum Glühen bringen. Kim ist im Haus. Ich vertraue dir, Partner. Pass auf sie auf. Schau mal, was geht! Dumme Idee, Nick! Shit! Was macht Penny jetzt hier? Werde beschossen! Ich hab den Kultweg da im Auge! Den ist es vorbei! Insektenpimmel? Die Insektenpimmel gesagt? Wo kommt der her? Ach, das ist
für die Stelle sich da suchen. Oh, hallo. Irgendwas? Mein Hangar wird angegriffen! Deputy, kümmere dich drum, ich gebe dir Deckung! Den Hangar, ja klar. Ja, zurück. Komm mit mir, please. Erledigt die überhaupt nicht. Das Auto. Zeit für einen. Okay, jetzt sollten wir freie Bahn haben. Ich komm runter. Könntest du uns mit den Taschen helfen? Was? Mit den Taschen? Komm schon, Kim. Wir müssen los. Nein. Mich? Nein. Komm schon. Das ist unser Haus. Du verstehst das nicht. Ich verstehe was nicht? Dass die unser Land stehlen, unsere Freunde entführen und Gott weiß was sonst? Kim. Nick, dein Großvater hat dieses Haus gebaut. Willst du es wirklich aufgeben? Und was ist mit deinen ganzen Plänen, das Geschäft an unsere Tochter zu vererben? Ich sprach davon, es an unseren Sohn zu vererben. Du hast den Ultraschall gesehen. Es ist ein Mädchen. Das war ein krisseliger Schwarz-Weiß-Bildschirm. Darauf kann man gar nichts erkennen. Nick. Ich dich auch. Ja, Deputy. Sieht aus, als würde sich die Rye-Familie verschanzen. Hey, hör mal. Wenn du Luftunterstützung brauchst, sag einfach Bescheid. Ha? Du und ich, wir sind wie Butch und Sundance. Wir sind am Ende beide gestorben. Ach was.
Bitte pass auf ihn auf. Wer passt auf mich auf? Lasst mich euer Haus looten. Kim, Nick, ich will meine Nase nirgendwo reinstecken, wo sie nicht hingehört. Aber ich muss was sagen. Ich mochte die Leute von Eden. Die Familie Rai war schon hier lange, bevor die Stadt gegründet wurde. Ich habe mir schon so manche Nacht mit Nicks Vater im Spread Eagle um die Ohren gehauen. Er ist ein guter Junge. Kümmere dich um die Familie Deputy. Sie gilt als Symbol der Hoffnung im gesamten County. Ich habe gehört, dass sich die Bullen hier demnächst einmischen wollen. Und dann will ich nicht mehr hier sein. Leute, ihr habt ein Flugzeug. Packt alles ein und haut ab, solange ihr noch könnt. Das rate ich euch. Gott segne euch. Aber das mit dem Messer, kann ich das... Achso, das ist voll. Mich vor den Moskitos. Tja, sie rasiert sich nie. Gut. Das spart vor allem Rasierklingen. Kleine Solaranlage. So, wo bin ich jetzt? Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Die Sekte... Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Die Sekte steht vor unserer Tür! Ich glaube, die wollen mein Flugzeug! Verdammt! Direkt weiter. Ich kann ja schnell reisen, ne? Ich kurz hier hin. Gucke, ob dieses Bild ist so schön. Wo ist meine Karte? Das ist mir zu eng hier. Ja. Seed Ranch. So. Löffelstör. Schnell reisen, reisen. Nick ist so scharf wie Chili, aber er ist echt ein guter Kumpel. Gucken, wie viele Vorteilspunkte ich schon habe. 4 nur. So, wir müssen hier Flugzeug fliegen. Ist das eigentlich mit ihr, ne? Story Mission. Deputy, Kim hier. Hör zu, die Peggys fahren mit Tankwagen rum und klauen sich den ganzen Treibstoff. Wahrscheinlich planen sie einen Angriff. Halte die Augen offen. Und wenn du sie findest, bombe sie zurück in die Steinzeit. Ich höre den Funkverkehr der Peggys mit. Oh, war ja klar. Die haben dich durchschaut, Deputy. Es scheint zwei weitere Tankwagen zu geben und die wollen sie aus der Schusslinie bringen.
Lass ihn nicht entwischen. Lass ihn nicht entwischen. Zerstöre die Konvois und fang zu weit. Jetzt diese lächerlichen Jeeps auch zerstören, oder was? Kann ich aussteigen? Falsche Taste. Hey Beauty, bist du in der Nähe der Golden Valley Tankstelle? Steht da mein Truck? Das müsste er. Die Peggys wären damit nicht weit gekommen. Ja, das zweite Wir Runde. Verschwinden von hier. Komm schon, nicht sie weg. Ist ja eine Beschaffung vor ihrem Todesunfall. Ich habe die Peggys im Funk gehört. Die sind noch in der Gegend. Halt die Augen offen. Scheiß Helis, komm on. Oh, 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 oh. 500 Meter noch. Was ist hinter ihm hängen? Ram musst du auch werden, oder? Oh nein, die Sekte hat einen Auserwählten auf dich angesetzt. Das sind die Elite-Truppen von Eden's Gate. Die verstehen keinen Spaß. Sei vorsichtig. Der sich den Scheiß zusammen da.
Darf ich wieder landen? Zucker! Was für eine Aktion! Du bist echte Konkurrenz für Nick. Dein Ego wird schneller Luft verlieren als ein Football der Patriots. Deputy, ich weiß, wir haben es noch lange nicht geschafft, aber all deine Taten schenken dem Widerstand Hoffnung und Antrieb. Ich komme mit dem Zählen kaum noch mit, so viele Leute wollen uns bei unserem Kampf unterstützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir John Seed ausschalten und Hudson retten. Keine Sorge. Wo können wir denn fliegen? Hier wieder raus, ohne abzustürzen. 6, guck mal. Autos reparieren sich von allein, ist doch auch nicht schlecht, ne? Tja. Das ist natürlich auch geil. Das ist super. So, wo ist denn mein Team direkt? Kann ich direkt mal... So, wo will ich hin? Wo will ich hin? Lass mal landen. Verdammt! Hallo? Hier ist Snake Rai! Die Sekte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten nicht mehr lange durch. Sehe nix. Oh, da ist er. Das ist schön. Eieiei, ich muss mich mal ein bisschen ausrichten. Ich da haben. Oh, ich habe eine falsche Taste gedrückt. Verdammt! Das habe ich bis hierher gehört. Du musst ein Sektensilo getroffen haben. Die sind randvoll mit Dünger, auf den die Peggys Sprengstoff herstellen. Dasselbe Zeug, mit dem diese Arschlöcher Nick und mich angegriffen haben. Schalte sie alle aus. Mein Vorschlag? Nimm Nicks Flugzeug. Der hat bestimmt nichts dagegen. Jag sie hoch. Zerstöre die Silos von ihm ins Geld. 8 von 14, yes. Jetzt hier eigentlich zwei Leute. Madison und die andere ist tot oder was? Die ist tot. Was ist hier los? Hilfe!
Mein lieber Göttergatte, der Bunker steht unter Wasser schon wieder. Wir wollen mit dem Kran da drin im Widerstand helfen. Wo ist der Schlüssel zum Schuppen? Ich muss da rein und die Wasserpumpe einschalten. Ein Frauchen. Mal wieder steht irgendwas unter Wasser. Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Da! Über uns! Da bist du! Fuck. So, ich muss H. Sie haben mich erwischt. Was ist denn da mit diesem Mörser? Aua. Hast du gesehen? Was? Was sagst du? Da kann er mal still bleiben, bitte. Schlüsselkarte, habe ich das jetzt? Kann ich jetzt hier rein? Sehr gut, er wird leer gepumpt. Wäre schon wieder Vorteilspunkte, ne? Drei, ja, schön. Schön, schön, schön.